Ah ja, ich kann ja auf dem Wasser laufen, das ist noch so ungewohnt. So. Ich helfe auch. Ich will auch helfen. Ich kann das auch. Ich habe vielleicht nicht viel Angriffskraft, aber ich kann auch helfen. So, danke, Biest. Ich fühle mich so nutzlos. Und das ist alles Ricos Schuld. Dieser Typ, ey. Das wird er mir noch büßen. Goofy und Donald, die werden mir das auch noch büßen. Alter. Solche verräterischen Leute, das hätte ich echt nicht von denen gedacht. Nicht von Goofy und Donald, ganz ehrlich. Wo sind wir? Faszinierend. Da ist ein Speicherpunkt. Hier geht es wahrscheinlich mit der Blase wieder zurück. So, was haben wir hier drin? Feuergaring. Speichern. Okay. Das überschreibe ich nicht. Dann überschreibe ich jetzt erstmal das hier. Das ist schon okay. Das habe ich alles schon gerendert und so. Das ist tutti frutti. Das ist abgehakt. Insofern, ich behalte die ja immer, damit ich notfalls nochmal zurückgehen kann. Bitten? Ich wollte gerade sagen, bitten wir jetzt die Tür darum aufzugehen, aber nein, wir schlagen sie einfach kaputt. Das hätte ich mir auch denken können. Das ist das Spielprinzip. Alles, was nicht passt, wird passend gemacht. So, hier geht's nicht lang. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich hier rein. Tun wir das. Das wird auf jeden Fall, also so wie ich das bisher sehe, scheint das hier sehr verworren zu sein. Ich meine, damit kann ich prinzipiell leben, aber sagen wir, ich sollte das wahrscheinlich nicht dazwischen diesen Sachen nicht allzu viele Aufnahmepausen machen, weil das sonst wahrscheinlich ein bisschen schwierig wird hier. Aha, okay. Das ist klasse. Jetzt muss ich die wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Das bewegt sich gleich wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Form. So, hier ist auch einer. So, hier kann ich jetzt prinzipiell erstmal nichts machen. Dann löse ich jetzt erstmal den hier aus. Geht das jetzt zu hinter uns? Ja, tatsächlich. Aber dafür können wir jetzt hier hin. Da können wir auch noch einen auslösen. Dann machen wir das doch mal. Immer alles der Reihe nach. Bisher gibt das alles Sinn. Beast, was tust du da? So. Hier müssen wir jetzt hin. So, das lösen wir auch aus. Und dann kommen wir zu einer neuen Blase. Das ist doch schön. Schick, schick. So. Okay, hier ist aber nichts. Dann springen wir doch einfach mal in diese Blase hier rein. Schau mal, wo uns die hinbringt, hinträgt. Okay. Da scheint auch noch ein Schalter zu sein, ja. Uns bleibt doch nicht unbedingt viel Möglichkeit, das was anderes zu machen, außer den jetzt zu aktivieren. Oh, cool. Das ist ein Fahrstuhl gewesen. Okay, da geht's nicht weiter. Aber hier. Danke. Autsch. Manu, ich will doch auch nur helfen. Aber irgendwie bringt das alles nicht so recht was. Etwas hat sich geöffnet, schnell zum Eingangsportal. Ach, okay, dann war das wahrscheinlich jetzt der Schalter, der die verschlossene Tür öffnet, richtig? Davon ist dann jetzt wahrscheinlich mal auszugehen. So, da wieder rein. So, ist erstmal wieder zurück. Okay. Erstmal wieder zurück. Immer diese langen Sequenzen. Das sorgt dafür, dass die Sache noch etwas länger dauert. Ach, verdammt. Ich glaube, ich muss jetzt das auch wieder der Reihe nach, ne? Also erst den hier.
machen das jetzt mal alles schön brav wieder rückgängig. Dann den hier. So. Genau. Biest rennt da wieder so rum. Dann den hier. Und jetzt geht die Tür auf. Schön. Stopp. Wo bin ich? Hoch. Hier lang. Ja. Ich glaube, das reicht schon sogar, oder? Ja, das reicht sogar schon. Oh, wir können die Tür noch bitten. Bitten wir die Tür mal ganz lieb. Kerker. Okay. Das ist ein Triotech-Symbol. Schade, dass wir es nicht aktivieren können werden. So. Ich kann auch helfen. Ich kann das auch. So, öffnen. Levitas-Gummi, aber der Bestand ist voll. Ja, so viel haben wir davon schon. Herrlich. Und nochmal. Okay. Also hat uns das ungefähr gar nichts gebracht, aber hey. Hier ist ein Triotech-Symbol, aber das kann ich halt nur allein mit Beast überhaupt nicht anwenden. Das heißt ja auch Trio, ne? Trio wie von drei Leuten und so. Und da Goofy und Donald mich schamlos im Stich gelassen haben, haben wir ja nur noch Beast und wir beide werden kämpfen. So. Ich komme hier vor wie der alleine einsame Held. Der verratene arme Held. Aber ist doch echt so. Überlege ich gerade. Also ich weiß, dass wir anfangs definitiv hier rausgekommen sind. Jetzt ist die Frage. Ah ne, hier kamen wir gerade her. Okay, hier kamen wir gerade her. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also hier müssen wir rein. So. Okay, das ergibt Sinn. Dann war da gerade in diesem einen großen Raum war noch eine zweite Blubberblase. Da will ich dann auch nochmal gleich rein. Ich glaube, der ist das sogar jetzt. Ja. Genau, weil da oben ist zum Beispiel noch eine Schatztruhe. Vielleicht hilft mir das ja jetzt in irgendeiner Form. Ja, sieht so aus. Sieht so aus, als ob es tatsächlich helfen würde. Okay, stopp. So. Mein Magen knurrt gerade vor sich hin. Yay. Mithril. Was? Wo sind Viecher? Irgendwo sind hier Viecher. Doch nicht mehr? Okay. Sehr seltsame Sache. Dann öffnen wir mal schnell die Truhe, bevor die wiederkommt. Tornado-Gummi. Ich glaube, Tornado-Gummis waren sogar gut. Ich glaube, davon brauchte ich sogar ursprünglich irgendwie nochmal eins, weil das irgendwie bessere Flügel waren oder so. Für das Teil Dingens. Wisst ihr auch, für das den Gummijet. So, hier kommt auch hoch. Achso, das können wir auslösen. Das wusste ich gar nicht. Okay, da hinten war ja auch noch einer. Machen wir das doch jetzt nochmal erst. Das habe ich irgendwie gar nicht gepeilt, dass ich die Dinger auslösen kann. Einmal hier so schön um die Ecke geflogen und ich glaube, warte mal. So, das geht jetzt auch raus, genau. Da war doch jetzt auch noch, genau, da war auch noch eine Truhe. So viele Truhen. Öffnen. Tornado-Gummi. Schon wieder. Ich frage mich, ob das der Wink da mit dem Zaunfall ist, dass man für irgendwie welche, irgendwas hier auch noch später halt so ein Tornado-Gummi-Ding braucht. Hier ist auch noch eins. Das habe ich auch nicht gesehen. Hä? Okay. Da ist aber auch irgendwie nicht wirklich was passiert. War da unten auch noch eins? Ich frage mich gerade. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich auf diese Dinger hier geachtet. Hier geht's noch weiter. Wollen wir auch weiter? Boah, warum nicht? Warum nicht? Wir wollen uns eh alles angucken, nicht wahr? Insofern können wir damit auch gleich anfangen.
Ist das ein Gefängnis? Ich habe keine Ahnung. Bitten. Wir bitten nochmal die Tür. Bam! Richtig! Diese Brutalität, ich liebe es. So. Hier ist auf jeden Fall noch was. Ob die Gummi. Ich kann mich gerade nicht erinnern, so eins schon mal gehabt zu haben. Die Türen können wir leider nicht bitten. Aber vielleicht war da wirklich noch ein Schalter, den wir noch nicht aktiviert haben. Vielleicht aktiviert er ja hier irgendwie was drin. Ich meine, so ganz unten war noch was. Ich habe die ehrlich gesagt erst nicht als Schalter erkannt, deswegen habe ich da nichts dran gemacht. Nee, ist es aber nicht. Das war nur dieses Ding. Okay. Danke. Biest. Genau, einfach. Hau einfach drauf. Das ist wundervoll. Ich verlasse mich auf dich. Ich helfe dir natürlich auch. Wenigstens versuche ich es. So gut ich irgendwie kann. Soweit es in meinen Möglichkeiten momentan steht, irgendwie. Okay. Okay, dann war es das erstmal anscheinend. Dann kann ich doch jetzt erstmal wieder zu dieser Tür da ganz am Anfang gehen. Dieser verschlossenen Tür. Mal schauen, ob der das jetzt auch was bringt. So. Ist die jetzt offen? Ist die jetzt offen? Es hieß wenigstens, ich soll zum Eingangsportal zurück und da bin ich jetzt. Oh, das Biest hat ein Level-Up. Angriffskraft plus. Das ist gut. Angriffskraft plus ist immer gut. Ich hätte auch gerne Level-Ups. Wobei ich momentan eher auf MP und sonst was abfahre, weil ich nicht mehr kann als irgendwie sowas. Weil ich ja kein Damage mache. Mich gibt es momentan ohne. Nicht mit Damage. Nur ohne. Das war nicht geplant. Ich bin mal eben einfach gegen die Tür gerollt, weil ich dem ausweichen wollte. Und dann, ja, hi. Moin, wie geht's? Oh Gott, Jasmin. Oh, die haben Jasmin doch. Cinderella, Schneewittchen. Alice! Malefiz. Kairi! Sie ist also doch eine der Prinzessinnen, richtig? Richtig. Ich habe vorher nicht gespeichert. Offenbare mir das Schlüsselloch. Oh, das ist doch... War das nicht Bell? Na toll. Ahaha, ich will dich. Vor allem will ich noch nicht gegen Malefiz kämpfen. Muss ich jetzt gegen Malefiz kämpfen?